herzliches Grüß Gott, liebe Kanal 3 Zuseher. Haben Sie den Herrn erkannt? Wissen Sie, wo wir heute sind? Ja, wir sind heute im Bäcker beim Herrn Burecker Franz. Und der Herr Burecker hat nämlich ein ganz besonderes Hobby. Und was das ist, das wird er uns jetzt selbst zeigen. Guten Tag, Herr Burecker. Mit was sind denn Sie da heute beschäftigt? Naja, wie du bei Neiner gesehen hast, steht da ein Lok und die wird jetzt schon langsam fertig. Und es dauert zwar schon noch eine Zeit lang und ich bin halt ein Hobby-Lokbauer, wenn man das so sagen will. Ne? Und das ist meine Arbeit. Das heißt aber, Sie bauen nicht nur einfache Modell-Lokomotiven, sondern nein, die sind ja richtig funktionstüchtig, oder? Die sind echt funktionstüchtig. Da gibt es mit Kohle zu befeuern, Wasser, so wie halt ein Originaldampflok auch. Die Bedienung ist auch wie ein echter Dampflok. Ja, bei diesen funktionstüchtigen Loks ist es ja wirklich nicht nur die Funktion der einzelnen Hebel, sondern die wird da wirklich befeuert und mit der kann man tatsächlich unter Dampfdruck fahren, oder? Ja, das ist richtig. Also wird genauso wie ein echter Dampflok betrieben, mit Dampf, Wasser, Kohle und mit Feuer und wirklich Dampf und so weiter. Und das ist die Tätigkeit dann, was ein Dampflok ausführen muss, mit Dampf betrieben. Das heißt, dieses Modell harzt man richtig ein und fährt dann ganz original wie die alten großen Dampfloken. So ist das richtig, jawohl. Das ist ein Modell, wo ich jetzt dran bin und es ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Es dauert zwar noch eine Zeit, bis alles fix und fertig gemacht ist. Die Verrohrungen und die Teile, die mechanischen sind noch zum Aufarbeiten und so weiter. Und ich hoffe, dass, wenn es gut geht, bis in 2 Jahren fertig ist. Und alle Teile werden eigentlich selber gemacht von Ihnen, oder? Da wird jedes Teil von Hand selbst gemacht. Es gibt keine vorgefertigten Produkte und so muss man es natürlich selber machen. Das heißt, jedes einzelne Schrauber, jedes Stellrad, sämtliche Räder und alles wird hier bei Ihnen in der Werkstatt selber gemacht? Ja, das ist richtig. Wir fertigen alles selbst an. Es gibt im Handel eigentlich nicht viel zum Kaufen, was zu dieser Lok dazu passt. Man muss, wenn man das original machen will, die Lok, das heißt 1:1 in etwa, dann muss man natürlich selber Hand anlegen und selber viel machen. Das heißt, die Räder, die Hebel, die Stangen und so weiter. Haben Sie da irgendein Beispiel für unsere Zuseher, damit wir uns das auch anschauen können? Ja, ich habe da zum Beispiel so einen kleinen Schub, wo eigentlich Teile schon vorgefertigt sind oder die übergeblieben sind, Reserve und so weiter. Und das wird alles von mir eigentlich gemacht. Ja, liebe Zuseher, einfach gigantisch. Sämtliche Stellräder, Bolzen, Räder, Muttern, alles was hier bei der Lokomotive wirklich verwendet wird, wird vom Herrn Burecker hier in der Werkstatt selbst gefertigt, gedreht, gefräst, einfach sagenhaft. Herr Burecker, aber nicht nur diese kleinen Teile, sondern auch größere Teile, so wie Kurbelwellen, wird doch von Ihnen selbst hergestellt, oder? Ja, es, wie schon gesagt, es gibt ja keine Teile zum Kaufen, die für diese Lok verwendbar werden. Ne? So muss man das natürlich selber machen. Ne? Und da habe ich zum Beispiel ein Teil. Das ist die innere liegende Kurbelwelle, die wurde auch von mir selbst angefertigt. Gibt es da eigene Zeichnungen, gibt es da Maßpläne oder wie fertigen Sie sowas an? Ich habe die ganzen Pläne für diese Lok habe ich im Original vom Staatsarchiv besorgt. Die haben mir das Ganze kopiert und ich habe so circa 30 Pläne. Und nach diesen Plänen wird diese Maschine angefertigt. Und diese Detailpläne oder diese Pläne, die Sie aus dem Staatsarchiv haben, sind ja sehr alte Pläne. Gibt es da wirklich auch Detailzeichnungen, damit Sie diese Dinge alle anfertigen können oder ist auch sehr viel Improvision dabei? Es gibt Teilzeichnungen, die muss man natürlich dann rausfinden aus diesem Plänensalat, wenn ich das so sagen kann. Und man muss ein Auge für sowas haben, dann zeichnet man das natürlich nach. Händisch und dann hat man einfach dann die Zeichnung für eine Kurbelwelle fertig. Das heißt, es wird wirklich noch nach alter Handwerksmanier eigentlich von einem Gesamtplan auf eine Detailzeichnung ja, abgepaust und dann dementsprechend gefertigt. So ist es, genau.
Man muss alles, so wie es früher gemacht ist worden, das Handwerk, da hat es noch kein Schweißen gegeben und nichts. Die ganze Lokomotive, die wurde eigentlich genietet und geschraubt. Da hat es noch keine Schweißung nicht gegeben. Erst in den Kriegsjahren ist dann die Schweißung, die Elektroschweißung gekommen, dann hat sie natürlich diese Schrauben und Nieten das aufgehört. Aber ich mache das so, wie die das früher 1911 angefertigt haben. Wie kommt man zu dem gesamten Wissen, Herr Burger? Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ja, das gesamte Wissen, man kauft oder besorgt sich Bücher, Fachbücher, wo diese beschrieben wird und nach diesem Buch handelt man dann. Und das handwerkliche Geschick, sind Sie vom Lokbau gekommen? War das Ihr Beruf oder? Nein, das war eigentlich überhaupt nicht mein Beruf. Ich habe Installateur gelernt, Gas und Wasser. Und ja, ein Metallberuf ist eigentlich schon mal Voraussetzung für sowas zum Bauen. Und das Wichtigste ist, man muss eine Interesse haben dafür und den Geist und den Mut dazu und die Fingerfertigkeit. Was ist das jetzt eigentlich für Lok? Das ist eine 310er Gölsdorf-Lok. Die hat der Karl Gölsdorf gebaut. Und zwar war damals die Nachfrage nach einer stärkeren und schnelleren Maschine. Und die hat er dann im Zuge das entwickelt. Und hat da irgendwas das damit zu tun? Denn wenn ich gerade schaue, dieser Lokaufbau ist ja sehr konisch. Ja, das hat einen Grund. Und zwar, die Amerikaner bauten diesen Kessel, der sogenannte Wagon-Top-Kessel. Der Gölsdorf hat diesen deswegen verwendet, weil Österreich in der Monarchie eigentlich keine hochwertige Kohle hatte. Und somit musste er die Feuerkiste sehr groß machen und dafür musste er den Kessel ja heben. Und dadurch entsteht auch dieser konische Kesselschuss. Die Kohle, damit ein größeres Feuerbett vorhanden ist und auch das Feuer bringen kann, was er braucht, um den Dampf zu entwickeln oder zu erzeugen. Wenn es damals um schlechte Kohle gegangen ist, hätte das jetzt einen Nachteil, wenn man jetzt unsere bestehende gute Kohle verwendet? Würde es da zu Überhitzungen kommen? Nein, das eigentlich nicht. Es ist ja immer, eine gute Qualität ist ja teurer wie eine schlechte Qualität, das ist normal. Ne? Und Österreich hat einfach in der Monarchie keine bessere Kohle zur Verfügung. Dadurch mussten diese Loks ja alle so gebaut werden. Ne? Wie schwer ist eigentlich so ein Modell? Ja, diese Lok mit samt Tender wird etwa 220, 240 Kilo sein. Ne? Das heißt, wenn wir 240 Kilo haben, das ist ja jetzt nicht was, was man sich auf den Nachttisch oder ins Wohnzimmerkastel stellt. Es gibt ja auch einen Verein, ne? Ja, das ist richtig. Die kann man mit Sicherheit nicht mehr tragen. Man hat gewisse Vorrichtungen wie eine Hebebühne, einen Hänger. Und mit dem Hänger bringt man dann die Lok zum Verein. Das heißt, der Verein ist wo? Der Verein ist bei uns in Graz und das Landessonderkrankenhaus in der Wagner-Jaurig-Straße. Da ist unsere Anlage und dort verbringen wir Hobbybetreiber unsere Zeit. Das heißt, ihr habt beim Landessonderkrankenhaus in Graz habt ihr eine richtige Bahnstation und ein Bahnnetz oder ein Schienennetz aufgebaut, wo ihr dann mit euren Modellen fahren könnt? Ja, wir haben unten ca. 1,6 Kilometer Gleis verbaut. Wir haben ein Bahnhofsgebäude, wir haben einen Rundschuppen mit Drehscheibe, wir haben einen Wagenschuppen und auch einen Wasserturm. Das ist alles von uns selbst angefertigt, mit Hilfe von Zimmerleuten und so weiter. Wie wir gesehen haben, können die Besucher bei euch unten ja am Gelände auch mitfahren. Wo können sie sich da informieren und wie läuft das? Ja, wir haben eine eigene Homepage. Und Internet, da kann man das Ganze abfragen und da werden die Vorträge dann durchgeben. Das heißt, den Fahrplan sieht man alles im Internet? Ja, fürs ganze Jahr ist dort im Internet der Fahrplan zu abfragen und absehen. Ja, liebe Kanal 3 Zuseher, wie Sie gerade gehört haben, hat der Verein natürlich eine eigene Homepage und wenn Sie einmal mitfahren wollen und dieses wunderbare Erlebnis erleben wollen, dann erkundigen Sie sich auf der Homepage unter www.dpc-graz.at. Dort finden Sie den gesamten Fahrplan über das ganze Jahr und ich kann Ihnen sagen, schauen Sie sich's an, fahren Sie runter, es ist auf alle Fälle ein Erlebnis und wir schauen uns jetzt noch ein paar Bilder an von der letzten Ausfahrt.